Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Terraconia Let's Play. Wir befinden uns auf Origo. Ich habe gehört, Xeko sagt etwas Neues. Denn hey, Michelou, die Entdecker sind mit ihren Schiffen wieder im Hafen. Dann schauen wir doch mal nach den Schiffen. Den Entdeckern, was sie so zu zählen haben. Hat es etwas mit Halloween zu tun? Oder mit der dritten Survival-Welt. Wir werden es gleich erfahren. So, und da sind wir auch schon im Hafen angelangt nach diesem kurzen Cut. Ich habe ja auch schon etwas entdeckt, was neu ist. Die Entdecker sind tatsächlich wieder hier. Ein großes Schiff, zwei kleine Schiffe und noch zwei kleine Schiffe. Und ich würde sagen, erkunden wir jetzt mal und fangen mit dem großen Schiff an. Wie kommen wir da jetzt drauf? Gute Frage. Ich würde sagen, wir springen erstmal da drauf. Und sprechen Admiral Nicholas an. Nur der Proviant, der auf dem Schiff ist, ernährt die Besatzung. So ist es. So ist es. So, was sagt denn der Putzmann Henry? Das Fleisch läuft nicht weg, wenn man ins Fass leuchtet, also ist es noch gut. Oh, das passt doch gerade zusammen, ne? Die Segel werden erst gestrichen, wenn das übrige Schiff schon angemalt ist. Ja, sehe ich genauso. Also, liebe Leute, fangt mal an. Ich habe keine Zeit für dich, Mr. Lowe. Okay, ich gehe ja schon. Überwachungsraum, okay. Da drüben sind auch noch NPCs. Ist hier noch ein? Da geht ein Leiter. Da ist noch einer. Da geht ein Leiter hoch. Hey, ist heute wieder schwierig, ne? So, der erzählt uns jetzt gleich mal was. Hey, Mr. Logo, vom Ausguck habe ich eine Insel mit einem großen Kürbis und einem unheimlichen Baum gesehen. Ich mache mir Sorgen, dass das mit Halloween zusammenhängt. Also doch, Halloween! Wenn es nach mir geht, würden wir da nicht nochmal hinfahren. Aber Admiral Nicholas will die Insel auf jeden Fall erkunden. Ja, dann hat Herr Sandoros doch etwas falsch gelegen mit seiner Vermutung. Oh, dritte Welt? Lumina? Nein, es hat anscheinend nichts mit Lumina zu tun. Jetzt aber besser wieder an die Arbeit, Mr. Lou. Der Bootsmann schaut schon hier herüber. Ich bin schon bei der Arbeit. Die ganze Zeit schon. Oh, ein Joni. Exakte Kommandos verdummen die Rudergänger und so sind wir auch auf eine Insel gestoßen, die uns bislang unbekannt war. Ja gut, was uns dort erwartet und ob nicht wir schon die Nächsten sind, die dort auf dem Friedhof liegen werden. Hört sich ja nicht schön an. Der Pessimist klagt über den Wind, der Optimist hofft, dass er dreht, der Realist richtet das Segel aus. Was sagt denn Captain Aurelius? Ist ja nicht so, dass du nichts zu tun hättest, Misseleu. Also mach dich ans Segelflicken. Okay, ich gehe ja schon. Was sagt uns denn Captain Ueshiba? So, ich hätte gern den ganzen Text zusammenhängend. Zwei Segel erhellen die tiefblaue Bucht, zwei Segel sich schwellen zu ruhiger Flucht. Wie eins in den Winden sich wirbt und bewegt, wird auch das Empfinden des anderen erregt. Begehrt eins zu hasten, das andere geht schnell, verlangt eins zu rasten, ruht auch sein Gesell. Schönes Gedicht. Ich glaube, das hat auch was mit der Schifffahrt zu tun. Wir machen jetzt aber auf jeden Fall erstmal hier rüber wieder. Weil wir wollen ja wieder an Land. Okay, das hat er uns eben schon gesagt. Hat nichts Neues zu sagen. Schade.
Um das Video mal ein wenig zu kürzen, habe ich jetzt mal wieder einen Cut gemacht und bin hier schnell rübergelaufen. Und mal sehen, was die NPCs hier zu sagen haben. Ich glaube, das Schiff kenne ich sogar irgendwoher noch. Weil ich kenne eigentlich alle Schiffe irgendwoher, weil die waren ja Weihnachten schon mal da. Ostern eigentlich auch nicht. Ich glaube, Ostern nicht. Auf jeden Fall haben wir hier. Was haben wir denn hier? Nether Reactor Kontrollraum Forschung. Okay, und Nether Reactor Notaus. Nether Reactor. Oh. Alternative Antriebe, ne? Bei schönem Wetter kann jeder segeln. Erst bei Sturm zeigt sich der wahre Kapitän. Alles klar, Captain Feuer. Alles klar. Nein, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Aber das ist auch noch eine Leiter. Was sagt denn Captain Williams zu uns? Wer dem Fluss folgt, kommt einmal an die See. Ja, habe ich auch gehört. Noch Weisheiten? Nein, schade. Wir gehen jetzt nochmal darüber. Das Flüstern des Windes, das Rauschen der See schenken einem das Glück, einfach zu existieren. Oh, das ist ein schönes Gedicht. Übrigens, heute Freitag, 23.10. NPC am Leuchtturm. Weiß noch nicht, wann der wieder rauskommt. Bei schönem Wetter, ja, das wissen wir doch schon. An dieser Stelle verabschiede ich mich mal. Vielen Dank an denjenigen, der diese NPCs gescriptet hat. Ich freue mich schon auf Halloween. Ich habe schon ein Bild gesehen und ich freue mich wirklich sehr darauf. Was uns dort erwartet, weiß auch ich noch nicht. Kann es also auch nicht verraten. Jedenfalls. Halloween naht.